1953, Aufstand in der DDR. Der Protest der ostdeutschen Bevölkerung wird von sowjetischen Panzern niedergewalzt. Ende des Koreakriegs. Nach 3 Jahren erbitterter Kämpfe schweigen die Waffen. Das Land bleibt geteilt. Die Gefangenen kehren heim. God save the Queen. In der Londoner Westminster Abbey wird die 27-jährige Thronfolgerin Elisabeth zur Königin gekrönt. Wie kürt man eine Königin? In wochenlangen Vorbereitungen und Dutzenden von Generalproben. Schon am Tag vor dem Ereignis besetzen treue Royalisten die besten Plätze. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen und ich hätte nicht gedacht, dass alle die ganze Nacht aufbleiben würden. Und als in der Früh die Straßenreiniger kamen, jubelten ihnen alle zu, sodass ich dachte, die Königin kommt. Zum ersten Mal in der Geschichte ist das Fernsehen live dabei. Weltweit schauen 300 Millionen Menschen zu. Schlägt hier die Geburtsstunde einer modernen Monarchie? Die Königin bestieg den Thron und sagte, ich werde alles beim Alten belassen, alles wird genauso bleiben, wie es unter meinem Vater war. Mit anderen Worten werde ich das Image einer perfekten Familie aufrechterhalten. Die königliche Familie, das augenfälligste Symbol der Monarchie. Elisabeth ist 11 Jahre alt, als ihr Vater durch familiäre Fügung König wird und sie Thronfolgerin. Eigentlich hätte Elisabeths Onkel David gekrönt werden sollen. Doch der zieht es vor, Wallis Simpson zu heiraten, eine zweifach geschiedene Amerikanerin, und dankt ab. Im Hause Windsor gab es stets 2 Schimpfwörter. An eines hat man sich gewöhnt, Scheidung. An das andere noch nicht. Abdankung. Abdankung gilt als Versagen. Die Königin ist so erzogen worden, dass sie die Abdankung ihres Onkels David, Edwards des VIII., als Hochverrat anzusehen hatte. Die neue Königsfamilie müht sich um Schadensbegrenzung. Elisabeth wird auf die künftige Aufgabe in der Firma, wie sie es nennt, vorbereitet. Die Königin ist eine sehr kontrollierte, disziplinierte Frau. Schon als kleines Mädchen wurde sie zur Monarchin erzogen. Ihr Vater ließ sie während des Geschichtsunterrichts stehen, damit sie lernte, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Thronfolgerin wächst abgeschirmt auf, unterrichtet von Privatlehrern und Gouvernanten. So ausgelassen und unbekümmert sieht man Elisabeth nur selten. Als der Krieg ausbricht, wird Elisabeth aus London evakuiert. Ihre Eltern bleiben, auch als Bomben auf den Buckingham-Palast fallen. Die königliche Familie will Vorbild sein. Als Elisabeth mit ihren Eltern das Marine-College besucht, lernt sie dort einen jungen Kadetten kennen, ein Bild von einem Mann. Er war groß, blond und gut aussehend, wie ein Wikingerprinz. Und Prinzessin Elisabeth war etwa 12. Ich glaube, es war Liebe auf den ersten Blick. Für sie war er die wunderbarste Person, die ihr je begegnet war. 8 Jahre später heiraten Elisabeth und Philipp, trotz der Bedenken ihres Vaters. Bald wird ihr Thronfolger geboren, Prinz Charles. Der Öffentlichkeit wird ein perfektes Familienidyll präsentiert.
Szenen wie diese werden erst später umgedeutet. Es ist sehr schmerzhaft, sich das anzusehen. Die Königin war 3 Monate lang fort gewesen und beim Wiedersehen hat sie ihr Kind nicht etwa fest in die Arme genommen und geküsst, sondern ihm gerade mal die Schulter berührt. Das ist eine kalte und steife Reaktion für eine Mutter, die so lange von ihrem ersten Kind getrennt war. Haltung bewahren um jeden Preis. Auch beim Shake Hand mit einer Sexbombe. Als Königin ist Elisabeth II. Selbst ein Superstar. Damals war die britische Monarchie felsenfest. Der frühere König von Ägypten, Farouk, sagte: Bald gibt es auf der Welt nur noch 5 Könige. 4 in einem Kartenspiel und den König oder die Königin von England. Tadelloses Verhalten, königlicher Abstand, eiserne Disziplin. Sie sind Elisabeths Korsett und bis heute ihre zweite Haut. Die einzige Leidenschaft, Pferderennen. Diese felsenfeste Institution wurde ermordet. Ermordet von einer hübschen jungen Frau, Prinzessin Diana. Und sie wurde vorsätzlich ermordet. Die Grundregel des Hauses Windsor war sehr einfach. Der Schein muss gewahrt bleiben. Nach außen muss man eine glückliche Familie sein. Bilder, die noch täuschen. Bald reißt die Prinzessin die königlichen Kulissen ein und geht mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit. Dann geht auch noch die Ehe des zweiten Sohnes in die Brüche und damit nicht genug. Schloss Windsor geht in Flammen auf. Als ihre frühere Schwiegertochter nach jenem Autounfall stirbt, zeigt die Queen zwar Haltung, aber keine Trauer. 12 Stunden, nachdem die Nachricht von Dianas Tod bekannt geworden war, stand ich vor dem Buckingham-Palast. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn der wie die Bastille erstürmt worden wäre. Die allgemeine Stimmung war aufgeregt, ja ausgesprochen feindlich. Die Polizei war höchst nervös. Seit Dianas Tod müht sich die Queen um Rückkehr zur Normalität. Empfänge, Reden, Händeschütteln. An Abdankung zugunsten ihres Sohnes Charles denkt sie nicht. Während der Krönung versprach sie, ihr Leben in den Dienst der Untertanen zu stellen. Und die Königin ist Königin ihr Leben lang. Sie wird das Amt nicht übergeben. Elisabeth ist heute mehr denn je auch die Gefangene der öffentlichen Meinung. Ihr oberstes Prinzip, nicht anecken. Sie ist die meist fotografierte Frau der Welt und die Frau, über die am häufigsten berichtet wird. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist sie öffentliche Person. Trotzdem wird man sich an kein einziges ihrer Worte und an keine einzige ihrer Gesten erinnern. Auch eine Leistung in gewisser Weise. Die Ära Elisabeth, sie dauert schon fast ein halbes Jahrhundert. Die Queen ist sich treu geblieben. Nur die Welt hat sich gewandelt.